Heute bin ich hier mit der digitalen Nomadin Nele. Hi, freut mich voll. Du bist digitale Nomadin, du travelst Costa Rica hier, Mexiko da und bist ein bisschen unterwegs. Da habe ich mir gedacht, geil. Also ich habe eigentlich mit Instagram, muss ich sagen, so ein bisschen meine Selbstständigkeit angefangen. Also ich habe als Reiseblogger länger gearbeitet. Kam es dazu, dass du jetzt quasi das lebst, wovon andere träumen? Ich habe seit meinem 14. Lebensjahr unter Panikattacken gelitten. Es ging zeitweise wirklich so weit, dass ich nicht mal mehr einen Kaffee trinken war draußen. Ich bin immer mal wieder umgeflogen, hatte Kreislaufprobleme, mir war ständig übel. Wirklich von Arzt zu Arzt gerannt. Ich dachte, ich bin schwer krank. Wenn hier jetzt ein Hund vorbeigelaufen wäre, wäre ich schreiend weggerannt. Nee. Ein ganz lieber, süßer Hund. Ja, das nimmt dein ganzes Leben. Kannst ja gar nichts mehr machen. Ich war halt eben 2016 dann auf Weltreise. Aktuell beschäftige ich mich extrem mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wie sehr das halt was ausmacht, dass man sich selber so krass reinsteigern kann in negative Dinge, ja, aber halt natürlich auch in positive Dinge. Digitale Nomadenleben ist richtig geil, aber man sieht auf Instagram und so, ne, man sieht nur einen Bruchteil davon. Du ja gerade quasi, dass du Leute hilfst, ihr Ding zu finden, ne? Genau, also ihre Business-Idee zu finden, quasi, boah, was kann ich online machen, was ist so wirklich mein Ding? Halbe Stunde. Nee, gar nicht. Eine halbe Stunde bis anderthalb Stunden. Okay. Also schon ein bisschen ausführlicher. Ja, sehr gerne. Ja. Wir wollen schon deep reingehen in die ganze Sache hier. So, okay. Läuft, man sieht meine Verbrennung auch gar nicht. Okay, sehr nice. Okay, cool. Also, würde ich mal sagen, wir positionieren uns. Oh, das passt ja, ne? Ja, ob stimmt. Ob ein Mann auch hier reinpassen würde? Warum nicht? Wenn ich jetzt mit einem breiten Typen hier sitzen würde? Ah, ja, ein bisschen eng, schon, ne? Aber es geht schon. Na, ich glaube, es wird schon gehen. Ja. Naja, cool. Würde da halt ein bisschen kuscheln. Ja. Okay, ich würde sagen, los geht's. Gucken, was machen die? So. Yo, Leute. Welcome zu einem neuen Van Talk. Heute bin ich hier mit der digitalen Nomadin Nele. Hi, freut mich voll. Mega cool. Ja, wir haben das auch sehr spontan gemacht. Wir haben uns ja letztens kennengelernt im Celina Hostel. Genau. Durch Sarah, die ich ja in der Ayahuasca-Zeremonie kennengelernt habe. Und dann kamen wir kurz ins Gespräch. Ich habe gemerkt, sie ist mega kommunikativ einfach. Und du hast mir dann erzählt, okay, du bist digitale Nomadin, du travelst Costa Rica hier, Mexiko da und bist ein bisschen unterwegs. Da habe ich mir gedacht, geil. Endlich mal einmal eine Frau, weil ich habe immer nur Männer gehabt, okay, glaube ich, bis jetzt. Okay. Ja. Und zweitens auch Deutsch ist natürlich auch gut und eine kommunikative Person. Oh ja. Du machst so ein bisschen Instagram auch, ne? Genau, also ich habe eigentlich mit Instagram, muss ich sagen, so ein bisschen meine Selbstständigkeit angefangen. Also ich habe als Reiseblogger länger gearbeitet. Wirklich so, ja. Okay, ganz kurz mal, woher kommst du? Man hört es im Dialekt, ich versuche es zu verstecken, aber ich kann es nicht. Aus dem Schwarzwald. Genau. Wie ja. alt bist du? 33. 33 und du arbeitest seit wann als digitale Nomadin? Also seit 2019 bin ich selbstständig. Und jetzt aber wirklich am Reisen und wirklich arbeiten bin ich jetzt erst seit November unterwegs. Weil jetzt halt durch Covid und alles und so, ne, hat sich das alles ein bisschen verzögert. Also ich hatte dann noch meine eigene Wohnung. Aber genau, selbstständig bin ich seit 2019 schon. Seit 2019. Und bin dann immer mal wieder gereist, aber halt jetzt nicht so am Stück wie jetzt. Okay, aber du hast damals als Reiseblogger dann schon gearbeitet. Das ist schon vorher. Also als Reiseblogger habe ich wirklich schon quasi, ich habe dann irgendwann nur noch 60% gearbeitet bei meinem Job, wo ich angestellt war noch und habe dann nebenher als Reiseblogger gearbeitet seit 2018 eigentlich, 2017, 2018. Ja. Wo warst du angestellt vorher? Ich habe Industriekauffrau gelernt und war dann in einem Familienunternehmen, in einem ganz kleinen Schwarzwald und habe da den Vertrieb gemacht und Marketing. Und, das hat dir Spaß gemacht? War das so dein Ding? Nein. Hast du quasi nach der, weil ich würde gerne wissen, wie kam das denn dazu? Ne? Genau, also das kam so ein bisschen dazu. Wie kam es dazu, dass du jetzt quasi das lebst, wovon andere träumen? Ja. Ja, weil ich kenne so viele Leute, die mir hier schreiben auf Instagram, hey Justine, wie machst du das denn überhaupt? Wie bist du ausgewandert? Ne? Was sind denn die ersten Schritte? Und natürlich hat ja jeder seine eigene Geschichte. Man kann das ja schlecht so verallgemeinern. Bei mir war es so 2007 erstmal Mallorca. Ja. So, seitdem ging das los und es hat immer eins zum anderen geführt und ich habe gemerkt, okay, es gibt immer eine Option. Bei mir, mein Definitiv. Leben ist so, es gibt immer eine Option. Definitiv. Ne? Und bei dir, genau, das kannst du jetzt sehr gerne mal erzählen. Wie einfach dann, anstatt davor, andere Leute würden rumlaufen. Ja, ne? Voll, ist halt real, ne? So, da denkst du, was machen die da? Das habe ich gar nicht gecheckt. Aber kann auch sein, ja. Auf jeden Fall. Jetzt wird er ein Star hier. Auf jeden Fall, okay, erzähl doch, erzähl einfach mal, wie kam das von, sag, wir beginnen mal ein bisschen weiter zurück. Wir holen mal ein bisschen aus Schulzeit und dann mit deinem Job und so weiter. Erzähl ruhig mal ein bisschen. Oh ja, das ist eine sehr, sehr lange Geschichte, also ich hoffe, ihr habt Zeit. Okay, sehr gut. Genau, also es war eigentlich so, dass ich schon immer ein sehr kreativer Mensch war
und eigentlich schon immer gerne irgendwie so ein bisschen was lieber Künstlerisches gemacht hätte. Also zum Beispiel Tanzen war immer eine große Leidenschaft von mir. Mhm. Ne? Oder irgendwie einfach was. Du tanzt ja auch mal Bachata oder was? Bachata, genau. Aber das habe ich erst hier wieder. Ja, voll. Hier ist immer in deinen Instagram-Stories. Ich bin immer am Tanzen. Irgendwelchen Latinos hier. Da haben mir jetzt auch mal eine geschrieben vor kurzem so: Mit wie vielen Männern tanzest du eigentlich? Ja, du tanzt immer mit irgendwen, ne? Ja, ja, klar. Ja, ja, bei so Social Dancing Events. Ja. Ja, genau. Aber das war auch eine Leidenschaft, die ich halt verloren hatte. Aber eigentlich habe ich mal gern getanzt. Und ja, halt einfach so, ne, mein Leben so zu Hause ganz normal gelebt und ich hätte gern irgendwas Künstlerisches gemacht als Beruf. Mhm. Aber dann war halt so dieses typische, ach komm, mach doch mal was Anständiges und mach erstmal eine Ausbildung. Haben deine Eltern dich da auch so ein bisschen hingedrückt? Schon ein bisschen, Umfeld, ja. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Also ich meine, sie meint es ja immer nur gut, ne? Ja. Aber es war schon so ein bisschen dieses, komm, wenn du nicht richtig weißt und hier Künstlerin und keine Ahnung und Ding, mach mal was Gescheites, lern mal Industriekauffrau und dann schau schon mal weiter. Ne? Mhm. Und dann war das, glaube ich, bei mir, wie es bei so vielen ist, dass man halt dann irgendwie da angefangen hat, die Ausbildung gemacht hat und ja, dann irgendwann so in diesem Ding halt drin war und letztlich dann halt, anstatt irgendwie das mal so ein Jahr zu machen und dann zu gucken, war ich letztlich dann halt 11 Jahre in dem Beruf, ne? Oh, also das ist halt dann schon so und ja, das ist eine lange Zeit. Voll. Und ich habe halt immer so gemerkt, so boah, irgendwie, ich kann die Arbeit nicht richtig so zufriedenstellend ausüben, weil ich bin einfach so eine impulsive Person, ein bisschen chaotische Person und halt super kreative Person. Und wenn ich dann in so einem Büro sitze, wo mir immer so Aufgaben gegeben werden, so, ich mach jetzt das und das und strukturiert und so, das war halt einfach nicht meins, ne? So, und dazu kam halt noch eine sehr persönliche Geschichte. Also ich habe seit meinem 14. Lebensjahr unter Panikattacken gelitten. Also das ging über Jahre und es ging zeitweise wirklich so weit, dass ich nicht mal mehr einen Kaffee trinken war draußen mit Freunden, weil ich unter Menschen einfach Panik gekriegt hat. Also wenn man mich jetzt heute sieht, wenn ich das heute Leuten erzähle, denken sie immer so, kann ja. Kann man sich nicht vorstellen. Nee, überhaupt ja nicht. Also ich habe ja gemerkt, man sieht dich und du bist total offen und alles. Ja, 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 voll. Aber wie kam das denn? Das ist eine gute Frage. Ich habe dann irgendwann eine Therapie gemacht, aber man hat es nie so richtig rausgefunden, was jetzt wirklich der Ursprung war. Ich glaube, das waren so viele verschiedene Erlebnisse im Leben halt, die dann irgendwie so zusammengefügt dann einfach das so ergeben haben. Ne? Und ich hatte halt irgendwann dann wirklich Panik vor allem. Vor Hunden, vor Höhe, vor Menschen, vor, ne, also mir ging es auch ständig körperlich schlecht. Und ich wusste das ja auch ganz lang nicht, dass es Panikattacken sind. Also mir ging es einfach nur immer schlecht. Wie ging es schlecht? So depressiv quasi, oder? Nee, also wirklich so körperlich. Also ich hatte Herzprobleme, ich hatte immer wieder starkes Herzrasen, ich bin immer mal wieder umgeflogen, hatte Kreislaufprobleme, mir war ständig übel. Ne? Also so körperliche Reaktionen, die aber durch diese Panik ausgelöst wurden. Aha. Und ich bin wirklich von Arzt zu Arzt gerannt. Ich dachte, ich bin schwer krank, weil wenn du so Herzprobleme hast, ne, da denkst du ja immer so, oh mein Gott, ich bin schwer krank oder keine Ahnung. Und bin wirklich von Arzt zu Arzt gerannt und die haben aber halt nichts herausgefunden, ne? Und ich habe immer gedacht, so, boah, was ist denn mit mir los? Und es war halt überhaupt keine Lebensqualität. Ne? Also wie mein lange Leben, ging das? Boah, das ging 5-6 Jahre. Oh Gott. Also klar, es gab natürlich Phasen, da war es besser und Phasen, da war es schlimmer. Also es hat sich dann immer mehr so zugespitzt. Aber es war sehr lange. Also ich habe mein Leben, meine Jugend habe ich nicht wirklich gelebt. Ich bin fast nie auf Partys gegangen, weil da ja auch Menschenmassen, viele Menschen trinken Alkohol, dann verlierst du die Kontrolle und ich kann die Kontrolle nicht verlieren, sonst kommt die Panik wieder. Und also das war ein richtiger krasser Kreislauf und es wurde halt immer mehr, weil dann hast du immer mehr vermieden und je mehr du vermeidest, umso mehr hast du dann wieder Angst. Ne? So irgendwie, das ist ja dann hast so ein Teufelskreis. Freundin, ja, aber ich habe halt ganz lang das so ein bisschen verschwiegen. Also es war halt wirklich so, wenn ich mich mit Freunden treffen wollte, ja, mir geht's nicht gut, sorry, ich muss leider absagen oder ich weiß noch nicht, ob ich da hin kann, ich habe viel zu tun oder ich habe immer irgendeine Ausrede gefunden, um jetzt halt da, ne, also es hat lang gedauert, bis ich mich da überhaupt mal anvertraut habe. Und eben wie gesagt, ich wusste ja selber lang nicht. Mhm. Also ich wusste ja selber ganz lang nicht, dass es eine Panik ist, Panikattacken sind. Ich dachte halt wirklich, ich bin schwer krank oder keine Ahnung. Haben deine Eltern da eigentlich das gemerkt? Ja, also klar, sie haben auch gemerkt, dass es mir nicht gut geht. Und ich glaube, ab einem gewissen Punkt haben sie auch gemerkt, dass da viel psychisch ist und dass es vielleicht nicht körperlich kommt. Mhm. Aber klar, am Anfang war halt auch ja schon mal die Angst, da ist jetzt irgendwas Körperliches, ne? Bis man das eigentlich irgendwann mal ausschließen konnte. Stimmt, krass, Alter. Und ja, voll. Und dass ich wirklich letztlich zur Therapie gegangen bin, war wirklich eigentlich nur meinen Eltern zuliebe. Ne? Also, dass ich wirklich gesagt habe, ja, okay, dann gehe ich da halt mal hin zu einer Sitzung, euch zuliebe, aber ich bin ja gesund. Ich habe es immer noch nicht eingesehen. Ach so. Wow. Also, ich habe immer noch nicht gedacht, dass das wirklich alles psychisch kommt. Ich dachte mir so, ich bin noch nicht, also krass gesagt, ne, ich bin noch nicht
bescheuert. Ich spüre ja diese körperlichen Leiden. Das bilde ich mir ja nicht ein. Mhm. Aber genau das ist es ja bei Panikattacken. So, man bildet sich das nicht ein. Die sind ja wirklich da, aber halt ausgelöst durch die Gedanken. Ausgelöst durch die Gedanken. Genau. Das ist krass, dass du das sagst. Also ja. Ganz kurz, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wir kennen uns ja noch nicht so gut. Ich weiß nicht, was du von mir weißt, aber ich bin sehr an dieses Gedankending, Manifestation. Aha. Und Gedanken erschaffen Dinge und lösen auf jeden Fall was so aus. So krass, ja. Und das hast du dich damit mal ein bisschen beschäftigt auch? Ja. Jetzt gerade jetzt aktuell beschäftige ich mich extrem mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Okay. Und ich habe halt auch durch diese Therapie zum Beispiel auch gemerkt, damals bei der Panik, eben wie sehr das halt was ausmacht, dass man sich selber so krass reinsteigern kann in negative Dinge, aber halt natürlich auch in positive Dinge. Ne? Und wie sehr sich das dann im Körper multipliziert. Aha. Also wenn ich jetzt manchmal mal irgendwie Kreislaufprobleme habe oder es mir nicht gut geht, dann denke ich so, oh, ich setze mich jetzt hin, ich muss ein bisschen aufpassen, ich habe vielleicht zu wenig getrunken, zu wenig gegessen, ne? Keine Ahnung. Und früher war das halt so, oh Gott, mein Herz klopft schneller, mir wird schwindelig, es ist irgendwie, oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich mich so in diese Gedanken reingesteigert, oh, jetzt fliege ich sicher gleich um, jetzt passiert sicher gleich was total Schlimmes. Oh, das ist so diese Panikattacken-Ding, ne? Boah, jetzt passiert gleich was ganz Schlimmes, was mache ich jetzt? Und dann wird es ja immer schlimmer und immer multiplizierter. Und eben, und da, was halt negativ passiert, kann aber halt auch positiv, kannst du halt auch deine Gedanken positiv steuern, dass positive Dinge sich multiplizieren oder sich bei dir irgendwie im Körper auswirken. Also ich glaube da voll daran. Mit Gedanken kannst du so viel machen. Hast du auch da ein bisschen geübt jetzt? Voll. Und hast auch Resultate gesehen, ja? Total. Dass sich da viel verändert, auch körperlich vor allem. Voll. Also ich beschäftige mich total mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Journal auch sehr, sehr viel. Mhm. Und ich merke einfach, wie krass das was ausmacht, wie wenn du dich mit dir selber beschäftigst, mit deinen Gedanken beschäftigst und versuchst, die zu transformieren und einfach halt in Fülle zu denken und nicht im Mangel zu denken, sage ich jetzt mal. Jetzt geht es dir auch besser, ne? Gesundheitlich? Voll. Also klar, ich habe auch eine Therapie gemacht und so, aber jetzt, die letzte Panikattacke war vielleicht vor 3 Jahren oder so. Oh, wow, cool. Also natürlich, ich habe noch so ein paar Ängste, wo ich jetzt sage, so, ich bin jetzt nach wie vor, wenn jetzt ein Hund hier auf uns zugerannt kommen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, okay, geh du mal schön raus, ich mache die Tür zu. Hast du Angst, dass er dich dann beißt? Oder? Ja, also ich habe schon ein bisschen immer noch Respekt vor Hunden, aber früher wäre ich jetzt, wenn hier jetzt ein Hund vorbeigelaufen wäre, wäre ich schreiend weggerannt. Nee. Ja, voll. Ein ganz lieber, süßer Hund. Ja, egal, ob süß oder groß oder klein oder dick oder dünn, das ist egal. Voll. Und Spinnen oder so? Nee, nur Hunde. Ah, okay. So, ja, also und heute ist so, ne, da kann, also wir haben jetzt auch im Hostel, wo ich jetzt bin, einen Hund, dann läuft der da halt rum, solange der mich jetzt nicht anspringt oder keine, also der kommt sogar bei mir, schnuppert manchmal und will essen, dann denke ich mir so, ja, von mir kriegst du nichts, es tut mir sehr leid, süßer Hund. Also bist du jetzt richtig gut mit den Hunden? Richtig gut würde ich jetzt auch nicht sagen, ich habe immer noch sehr großen Respekt, aber ich sag mal, ich kann jetzt mit denen in einem Haus leben oder halt in einer Ding leben. Ne? Krass, und dass es so intensiv war. Das kann man sich halt, ich als außenstehender Mensch nicht vorstellen, das dass man Panikattacken bekommt und wie das dein Leben einnimmt, dass dein ganzes Leben eigentlich dann... Das nimmt dein ganzes Leben. Du kannst ja gar nichts mehr machen. Also das nimmt dein ganzes Leben. Okay, krass. Und dann hast du eine Therapie gemacht und das hat dir richtig geholfen, die Therapie. Genau, also ich hatte halt eine Therapie und da habe ich halt einfach so ein bisschen verstanden, eben wie die Panik überhaupt entsteht. Also ich habe verstanden, dass halt quasi eine Situation gibt und ich meinem Körper durch meine Gedanken signalisiere, Achtung, es besteht Gefahr. Also da sind wir wieder beim Thema Gedanken. Mhm. Ne, so. Achtung, es besteht Gefahr. Du musst dich jetzt schützen. Du musst dich darauf vorbereiten, dass du vielleicht wegrennen musst. Also angenommen, da würde jetzt irgendwie ein großer Steinbrocken auf uns zurollen, würden wir ja auch, unser Körper würde ja auch Adrenalin irgendwie hochkommen. Wir würden sagen, oh scheiße, jetzt müssen wir irgendwie, da würde das Herz schneller klopfen. Wir würden schwitzen und denken, boah, ich muss wegrennen. Und diese Signale sendest du quasi deinem Körper, wenn du halt gedanklich vor irgendwas Angst oder Panik hast. Okay. Ne? Also du löst die gleichen Reaktionen in deinem Körper aus. Mhm. Und dann passiert das halt. Und dann kriegst du diese Herzrasen und dann steigerst du dich halt immer noch mehr rein und dann multipliziert sich das quasi. Und das hast du dann verstanden? Ja. Und das konntest du somit auch auflösen? Genau. Wenn du das verstanden hast? Genau. Also es ist halt natürlich jetzt nicht von heute auf morgen. Ne? Wie lange ging das so, die Therapie? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre, okay. Ja. Und dann, wo du gemerkt hast, oh, jetzt geht es dir langsam besser, was hat sich dann verändert? Ja, dann habe ich mich halt immer mehr getraut. Ne? Ich bin immer wieder mehr raus und ich habe immer mehr so ein bisschen gemerkt, so, boah, ich habe mein Leben die letzten Jahre gar nicht gelebt und irgendwie weiß ich auch gar nicht wirklich selber, wer eigentlich ich persönlich überhaupt bin. Ne? Ja. So irgendwie, ich habe mich selber ja voll verloren, eben keine Hobbys mehr gemacht, ich habe ja gar nichts mehr gemacht. Oh, shit, ja. Und und dann eben kam noch dazu, dass ich in meinem Job halt auch nicht glücklich war, also dass ich wirklich auch gemerkt habe, boah, das ist nicht meins. Ne? Und dann habe ich wirklich 2016 eine Reise gemacht mit meiner Schwester, so meine erste Backpacking-Reise. Und ich hatte da noch so leichte Panik, aber es war halt schon besser und es war für mich eine riesen Herausforderung. Ne? Also man muss sich das vorstellen, so alleine Backpacken oder so, ne? Das erste Mal Backpacken ist, glaube ich, für jeden eine Herausforderung, aber mit Panik halt noch mehr. Also ich meine, allein am Flughafen schon anstehen, am Schalter war schon wieder dieses, du kippst nicht um, es ist alles gut. Krass. Also richtig, das war wirklich psychisch eine, also ne, ich bin da wirklich, ich habe mich da selber richtig gechallenged. So, du ziehst das jetzt durch, ist mir scheißegal, du gehst da jetzt durch und du gehst jetzt auf Reisen. Und
die Reise hat so viel in mir verändert, positiv, weil ich wirklich gemerkt habe, boah, wie viel eigentlich in mir drinsteckt und wie viel ich eigentlich kann. Und ich habe mich selber wieder entdeckt, ne? Ich war in Kolumbien dann eben und ich habe auf irgendwelchen Rooftop-Bars getanzt und ich habe mein Leben genossen und ich habe mich selber wieder strahlen gesehen und habe wirklich so das Gefühl gehabt, so, oh, hi Nele, da bist du ja endlich wieder. So, ne? Wenn ich das gerade erzähle, kriege ich gerade selber Gänsehaut, weil das war einfach so ein cooles Gefühl. Und ja, nach dieser Reise habe ich wirklich dann für mich so gesagt, so, ich will mehr davon. Ich will mein Leben wieder mehr genießen. Ich möchte mich selber finden. Ich möchte mir die Zeit geben, jetzt einfach das alles, was ich verpasst habe, so ein bisschen nachzuholen und mein Leben nochmal komplett auf den Kopf stellen und gucken, was will ich eigentlich in meinem Leben, beruflich, aber auch generell. Ja. Und ja, dann habe ich meinen Job gekündigt. Einfach und so. Ja. Krass. Ich war wirklich wie so ein bisschen, ja, voll. Also ich war wirklich wie so ein bisschen, wie soll ich sagen, in so einem Tunnel. Irgendwie, ich habe gar nicht mehr so klar nachgedacht. Ich wusste irgendwie so innerlich. Innerlich, ja. Ich wusste einfach, das ist mein Weg, ich muss das tun. Okay, cool. Sonst verbleibe ich da eben mein ganzes Leben und ich werde nicht glücklich werden, so, ne, oder glücklich sein. Und ich habe dann wirklich immer, ich dachte mir, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich bleibe jetzt in dem Leben, wo ich jetzt bin, aber dann höre ich auf zu jammern, weil dann ist das halt, ne, so, wenn ich nicht zufrieden bin, dann höre ich auf zu jammern. Oder ich ändere was. Und ich habe mich halt für das Ich ändere was entschieden. Und ja, und habe dann meinen Job gekündigt und bin alleine auf Weltreise, 13 Monate. Wow. Na. Wann ist die Weltreise gestartet dann? Im Dezember 2016. Ach so. Genau. Im Dezember 2016 damals ist genau. Das dann gestartet. Genau, also da hatte ich jetzt noch kein Online-Business oder so. Das Ach war so. Einfach wirklich nur Weltreise. Wow. Einfach mal so raus aus allem, mich selber finden. Und ja, genau. Ja. Okay, cool. Und dann? Wie ging es dann weiter? Ja, und dann war ich auf Weltreise und ne, da habe ich natürlich immer mehr gemerkt, also ich bin halt immer mehr aufgeblüht. Ne, also wer schon mal alleine reisen war oder Backpacken war, der weiß ja so ein bisschen, wie das ist. Ne? Jeden Tag warten irgendwelche Herausforderungen, die man meistern muss. Man lernt coole Leute kennen, inspirierende Leute. Man lernt das Leben wieder so schätzen und lieben. Man lernt auch viele Dinge an sich selber kennen, sich selber besser verstehen. Und ja, und da ist bei mir halt wirklich dieses Ding gereift, so, boah, ich möchte weiter reisen. Ne? So, ich möchte irgendwie eine Möglichkeit finden, dass ich Reisen und Arbeiten verbinden kann. Und genau. Und das war dann quasi mit diesem Ziel, habe ich dann quasi die Weltreise beendet und bin dann nochmal kurz in einen anderen Job. Aber eben nur noch Teilzeit dann. Habe als Reiseblogger nebenher angefangen und so. Und habe mir quasi so das aufgebaut, was ich jetzt lebe. Und habe das mir dann halt über, also von 2018 bis, also quasi die 1,5 Jahre, bis ich es dann wirklich komplett selbstständig gemacht habe, einfach aufgebaut nebenher. Und ja. Wie wird man denn Reiseblogger eigentlich? Wie kommt das? Das frage ich mich manchmal bei den Reisebloggern. Wie geht das? Wie startet man da? Ich muss sagen, ich hatte halt sehr Glück. Ne? Ich war halt eben 2016 dann auf Weltreise. Und 2016, muss man sich vorstellen, war diese Instagram-Welt noch nicht so wie jetzt. Ne? Ja, es gab stimmt. Noch nicht so viele Reiseblogger. Es gab, glaube ich, noch nicht mal Instagram-Stories. Oh, und stimmt, ja. Es war auch noch nicht so normal, wie es jetzt normal ist, dass man auf der Welt unterwegs ist und reist. Ne? Es stimmt. War schon noch ein bisschen was Besonderes. So. Und ja, und das habe ich halt gemacht, habe meine Bilder geteilt. Ich war dann auch in der lokalen Zeitung und so. Ach, weiter. Ja, ja, wow. Ja, ja. Und dadurch hat es natürlich halt voll die Aufmerksamkeit so bekommen. Ne? Und dann ist natürlich mein Instagram-Account gewachsen. Und dann kamen halt die ersten Kooperationsanfragen von Hotels oder von Tourismusverbänden. Ah, ja? Okay. Genau, ich hatte auch einen Reiseblog dann, wo ich über meine Reisen halt berichtet habe, oh, wow, und geschrieben habe. Den habe ich immer noch, aber der ist jetzt gerade so ein bisschen. Und ja, und so kam das dann. Hat richtig coole Zusammenarbeiten. Also ich war zum Beispiel mal im Oman. Und hatte da alle meine Unterkünfte, die waren halt gesponsert, ne? Also, echt? Ja, eine in der Wüste, eine richtig geile, wow, Unterkunft und so. Also schon richtig cool. Das ja. Gibt man dann gratis und dafür musst du dann Posts genau. machen? Genau, genau. So bestimmte Anzahl von Posts? Oder genau, das wird oft schon vorgegeben. So, mach so und so viele Stories am Tag, mach das und so Posts. Also das wird schon vorgegeben. Aber ja, genau. Geld hast du dann auch damit verdient? Eben, das ist das. Also meistens verdient man noch nicht so wirklich Geld damit, wenn man jetzt nicht gerade riesengroß ist. Ne? Mm. Das ist immer so ein bisschen dieser Zwiespalt. Ja, wo ich dann auch irgendwann gemerkt habe, so, klassisch richtig geil. Und wenn ich jetzt sowieso irgendwo bin und ein Hotel sagt mir, hey du, ne, willst nicht Werbung machen, würde ich nicht Nein sagen. Aber auf Dauer kannst du davon halt irgendwie auch nicht wirklich leben. Mm. Und weil du musst ja trotzdem in der Steuer angeben eigentlich, dass du jetzt da irgendwie Mehrwert hattest und so. Und ja, von dem her, und halt auch dieser Druck. Also irgendwann war mir wirklich dieser Druck, so, du brauchst aber so und so viele Likes und so viele Leute müssen deine Story angeschaut haben. Und, ich kenne das ja selber bei Instagram. Dann wollen die sehen, wie viel Prozent auch männlich, weiblich. Genau. Ich habe viel zu viele männliche Follower. Ja, ich kann genau. viele Kooperationen gar nicht machen für Frauen. Genau, mehr. Genau. Oder auch so und so viel Anzahl. Genau. Das ist bei mir ja auch durch meine Reisen, habe ich halt auch so viele ausländische Follower, ne? Weil natürlich vom Reisen her und so. Stimmt. Und wenn die dann deutsche Firmen, dann ist für die der Anteil Deutschland zu wenig und so. Schwierig, ja. Ja, und irgendwann war das für mich dann einfach so, boah, nee, ich nutze mein Instagram
Instagram jetzt für meine eigenen Sachen. Mhm. Und hab so diesen, wenn was eine coole Kooperation kommt, sage ich nicht nein. Ja. Ne? Aber ich bin nicht mehr auf dieser Influencer-Schiene so wegen unterwegs. Ja, genau. Und dann hast du, wann angefangen, dich selbstständig zu machen? 2019. Das war dann danach? Oder war das parallel zum Reisebloggen? Ja, es war quasi, also das war so ein bisschen, das habe ich schon vorher gemacht, das Reisebloggen. Genau. Dann kam das mit der Selbstständigkeit. Genau, dann habe ich mich irgendwann selbstständig gemacht, als virtuelle Assistentin habe ich angefangen. Virtuelle Assistentin, das bedeutet, was hast du genau gemacht? Genau, also im Prinzip eigentlich das, was ich gelernt habe, so Büroarbeiten. Ne? Mhm. Also so, ich habe hauptsächlich Social Media gemacht für Unternehmen und habe das dann einfach quasi für die den Social Media Account übernommen, so. Posts geschrieben, okay, und cool, so weiter. Genau. Die Contentplanung gemacht und ja, das war so das, was ich am Anfang gemacht habe in der Selbstständigkeit. Genau. Okay, cool. Ja. Und jetzt, was machst du jetzt genau? Genau, das hat sich dann so ein bisschen gewandelt, weil auch da ich halt wieder gemerkt habe, so virtuelle Assistenz ist gerade auch was Gehyptes und ist natürlich mega cool zum Anfang und man kann auch gut und sicheres Geld damit verdienen. Würdest du das empfehlen? Weil mich fragen halt immer viele, fragen persönlich sehr viele, hey Justine, ich will nach Mexiko, ja, weil ich ja jetzt in Mexiko bin oder auf Mallorca oder wo auch immer. Aber Mexiko ist halt schwieriger. Mallorca sage ich immer, geh da irgendwo arbeiten. Und die fragen mich halt, ne, irgendwo kannst du da irgendwo, hier ist halt was anderes. Und die fragen mich immer, Justine, ich will nach Mexiko. Wie kann ich Geld verdienen? Ja. Wie kann ich online Geld verdienen? Mhm. Das fragen mich die Leute. Mhm. Und ich weiß selber nicht, was ich sagen soll, weil ich schlinge mich auch so durch. Ja. Mein Airbnb da, diese Sachen da. Weißt du, das ist alles so ein bisschen Schlingelei, sage ich mal. Ja. Und was würdest du? Würdest du sagen, virtuelle Assistentin ist zum Beispiel ein Ding, was man mal machen kann? Was man kann man auf jeden Fall machen. Also ich sag mal, wenn man jetzt das Ziel hat, wirklich schnell weg einfach nur, ist virtuelle Assistenz auf jeden Fall gut, wenn man da relativ schnell auch irgendwie vielleicht was finden kann, ohne jetzt groß irgendwie eine Vorbereitung machen zu müssen. So ein eigenes Business braucht natürlich ein bisschen mehr Vorbereitung. Ja. Aber eben, ich habe für mich einfach gemerkt, so virtuelle Assistenz, du bist halt trotzdem wieder so ein bisschen weisungsgebunden. Ne? Du hast dann deine Kunden, die dir sagen, mach bitte den und den Post und die Uhrzeit und das muss bitte noch rein und die Farbe gefällt mir nicht, änder die nochmal und so. Und da war für mich halt wieder dieser Punkt, ich bin ja wieder da nicht kreativ. Ja, okay. Also ich kann ja wieder nicht so das machen, was ich eigentlich will. Im Prinzip ist nichts anderes, wie das, was ich vorher gemacht habe, nur dass ich es jetzt halt remote machen kann. Also ist cool, ne? Keine Frage. Und für viele ist das sicher genau die richtige Lösung und zum Beginn super oder begleitend zu einem Business. Aber für mich habe ich einfach gemerkt, ich bin dann trotzdem nicht 1000%ig frei. Mhm. Ne? So. Und dann habe ich das halt für mich so ein bisschen geändert und habe gesagt, okay, ich mache jetzt nur noch die Strategien. Also Kunden rufen mich jetzt quasi an, wollen über Instagram verkaufen, wollen, dass ihr Instagram-Account irgendwie businesstechnisch besser aufgestellt wird. Ich berate die, ich schaue es mir an, ich sage, hey, du musst das und das und das machen. Ich habe hier kreative Ideen für dein Content, mach so und so Reels, mach so und so Posts, baue deine Strategie so und so auf. Also die bekommen für mich quasi einen Strategieplan und halt kreative Content-Ideen. Aber umsetzen müssen sie es halt selber. Mhm. Und das ist eigentlich jetzt halt so was, das so voll zu mir passt. Ja. Und genau, nebenher habe ich dann noch ein eigenes Mentoring-Programm quasi. Genau, das finde ich jetzt ganz spannend. Kannst du darüber mal was erzählen? Genau, also eben gerade, weil ja viele diese Frage haben, die du jetzt auch gesagt hast, mit diesem, boah, was kann ich machen? Ne? Das ist nicht, ja, so. Weil wir wissen ja gar nicht, was sie überhaupt im Leben beruflich machen können, weil ich bin der voll. Meinung, wir müssen was machen, was uns erfüllt, wo wir wirklich Passion haben, wegen Geld irgendwas zu machen. Du wirst am Ende nicht glücklich, auch wenn du das Geld verdienst. Ne? Genau. Und es geht darum, dass du was machst, wo du auch einen Sinn hinter erkennst und wo du weißt, du bist wichtig. Genau. Nicht austauschbar. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwo arbeitet, da kannst du jemand anderen hinstellen. Genau. Ja? Aber nein, das ist etwas, was du halt so, was wo es um dich geht. Das finde ich interessant. Und genau das machst du ja gerade quasi, dass du Leuten hilfst, ihr Ding zu finden, ne? Genau, also ihre Business-Idee zu finden quasi, boah, was kann ich online machen, was ist so wirklich mein Ding? Mhm. Und dann baut man das quasi über 4 Monate gemeinsam miteinander auf. Also wir machen die Social-Media-Strategie zusammen, wir machen das Branding zusammen, die Zielgruppenanalyse und so weiter, ne? Und wir arbeiten quasi das Produkt zusammen aus, machen die Preisfindung zusammen. Mhm. Also so diesen ganzen Aufbau quasi über 4 Monate in einem persönlichen 1:1 machen wir da zusammen. In 4 Monaten? Genau. Und wie ist das so preislich? Also ist das erschwinglich oder sagt man, okay, das ist schon echt heftig? Da brauchst du schon eine gute Rücklage, sage ich mal. Ja, ist ja auch wichtig, weil viele Leute haben ja auch erstmal nicht viel, oder nicht, obwohl manche haben Geld, manche haben damals nicht so viel Geld. Ja, klar. Also eben, das ist genau halt auch was. Ne? Ich weiß, dass es viele solche Programme gibt und die fangen teilweise halt 5-stellig an. Ja, das ist teuer. Und, ich weiß, das schon mitbekommen. Das genau. Ist. Und das ist halt genau was, wo ich so denke, halt einfach, ich weiß ja auch, ich war ja selber auch an dem Punkt. Mhm. Und ich weiß halt genau, okay, du willst ja diese Business-Idee finden, du brauchst irgendwie Hilfe, aber du weißt zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht, wird es wirklich erfolgreich, ne? Und ich hätte niemals 10.000 Euro in so ein Ding stecken können, einfach. Niemals, ne? Ja. So. Und meins kostet jetzt 2.800 Euro für 4 Monate. Also ich finde, das ist ein voll fairer Preis. Mhm. Ja. Weil wenn das Business nachher wirklich läuft, dann hast du, und das bei meinen ganzen Kunden, die jetzt was gemacht haben, also die haben alle ihre Business-Idee gefunden. Und echt? Und die fangen alle an. Und von dem her, dann ist das Geld auch gut investiert, weil es kommt ja wieder raus, wow. Oder? Wie viele und, Kunden hast du ungefähr?
Also pro Monat habe ich 5 Kunden. Ah ja, so 5 machst du immer, sagst du, das reicht. Genau, auch, ja? Dass du dich genau. Gut konzentrieren genau, ich möchte mich da nämlich auch wirklich drauf fokussieren. Genau, oh, also das ist mir schon wichtig. Mhm. 5 Kunden ja. pro Monat. Und die haben was, kannst du mal ein Beispiel nennen, was zum Beispiel der eine oder andere dann gemacht hat? Mhm. Also ganz unterschiedliche Dinge. Also eine macht jetzt zum Beispiel selber auch ein Coaching. Da geht es mhm. darum, sich so ein bisschen freier von der Meinung anderer zu machen und so den eigenen okay. Weg quasi zu gehen. Mhm. Eine macht, macht einen Online-Kurs zum Thema alleine reisen, also wo sie so ein bisschen Alleinreisende unterstützt. Die andere macht auch virtuelle Assistenz, also es sind auch mhm. manche, die einfach das dann so macht. Ne? Ja. Die andere bringt einen Online-Kurs zum Thema Ernährung raus zum okay. Beispiel. Also meinst du in diese Coaching-Sache? Geht das dann in diese Online-Coaching-Sache wahr? Gut, meistens. Coaching, ne? Also Online-Kurs ist jetzt nicht unbedingt ein Coaching, also das ist ja dann eher so einfach mit Tipps. Ach so, okay, wie einfach, ah, du meinst, ah, sorry, habe ich jetzt falsch verstanden, einfach einen Online-Kurs, den sie dann verkaufen. Genau. Ah, okay. Genau, also so ein Online-Kurs. Ich habe ja auch schon mal überlegt, mhm. Coco-Talks zu vermarkten. Mhm. Ne, Coco-Talks, ja, mein Fasting-Programm, ja. wo du ja. einfach fastet. Ich habe ja 5 ja. Wochen letztes Jahr gefastet. Mhm. Mal gucken, wie lange diesmal. Ich werde jetzt wieder fasten. Und viele Leute haben dann 1000 Fragen. Ja, ja. Und ich kriege so viele Nachrichten dazu und ich habe so viel Zeit investiert. Genau, da gedacht, könntest du einfach so einen Kurs machen. Kurs, genau. Einfach. Und dann genau. habe ich das einmal gemacht. Die Leute genau. können das kaufen. Und genau. ich habe keinen Stress mehr damit. Genau. Und die haben ihren Fasting so. Das ist auch genau. interessant, ne? Stimmt, genau, eben. Also so Kurse gibt es dann zum Beispiel. Eben eine macht zum Beispiel einen Kurs, wie man gute Fotografie machen kann. Produktfotografie mit dem Handy für Influencer-Kooperationen zum Beispiel. Ne? Da hat die einen Online-Kurs dazu. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Es geht in ganz viele verschiedene Richtungen. Und das Schöne ist ja, sorry, dass ich unterbreche, das Schöne ist ja, dass du das mit denen ausgearbeitet hast, genau. was sie machen. Genau. Und das Ding ist, wenn ich zum Beispiel, ich weiß jetzt, okay, ich mache da mein Fasting-Coaching. Genau. So, das ist ja einfacher, sage ich genau. mal. Kann ich auch gucken, wie ich das da mache. Genau. Aber du hast ja geguckt mit den Leuten, hey, was kannst du machen? Genau, und das Coole ist halt wirklich, also zum Beispiel jetzt bei der einen, die jetzt dieses Coaching zum Beispiel macht, so zum Thema, ne, wie mache ich mich freier von der Meinung anderer. So viele kommen zu mir und sagen, ich liebe Reisen, ich möchte bitte irgendwas mit meinem Business mit Reisen machen, so Reiseberatung oder so. Und dann gucken wir halt schon hin und sagen so, ja, okay, das klingt ja cool, aber kannst du damit wirklich Geld verdienen? Manchmal wirklich, Leute geben jetzt 500, 600, 700 Euro aus, dass du ihnen ihre Reise planst. Ne? Also klar, mhm. gibt es ein paar, aber mhm. kommt so ein bisschen drauf an und manchmal wirklich, das erfüllt dich total und jetzt gucken wir doch mal tiefer. Und ich meine, jetzt Reiseplanung und dieses Coaching liegen Welten auseinander und die geht so auf da drin, die hat so geile Ideen, die feiert das, die kommt jeden Tag mit neuen Sachen. Mhm. So, hey, kann ich das noch machen und ich vom Content das und lass uns da mal, das ist voll ihr Ding. Und sie hat gesagt, ich wäre ohne dich nie da drauf gekommen. Ah ja? Wow. Und das ist halt eben wirklich so, und ihre Freunde sagen alle, ja genau, das passt perfekt zu dir. Ne? So, aber die wären halt selber nie drauf gekommen und deshalb hilft manchmal so eine Sicht von außen einfach, weil man halt dann selber immer so, ne, vielleicht so ein bisschen festgefahren ist. Wie hast du das denn für dich gefunden? Dass du, warte, ich will mal kurz gucken, ob das noch läuft. Ja. Ja, okay. Weil das hört nach einer halben Stunde irgendwann auf und wir sind jetzt schon bei 25 Minuten. Deswegen okay. will ich nur gucken, dass wir nicht, weißt du, weiterreden und dann ja. ist der Bild, das Bild nicht da. Ja. Wie hast denn du für dich dann gefunden, dass genau das dein Ding ist? Das Coachen? Dass du Leuten, oder das ja, dass du darauf kommst, was für andere Leute gut mhm. ist, meine ich. Ich habe selber zum Beispiel halt auch ein Coaching gemacht. Ne? Also okay. ich weiß, dass dieses Coaching immer so ein bisschen verrufen ja, ist. Und dieses jeder so, zweite, und jeder zweite Coach, muss da schon so. Sehr aufpassen. Ich habe insgesamt 2 Coachings gemacht. Ich muss auch sagen, dass nur eins mich wirklich weitergebracht Echt? Hat jetzt so. Ja, oh, wow, okay. Aber das hat mich halt schon wirklich weitergebracht, weil wir da wirklich so hingeguckt haben, was ist mir eigentlich wichtig. Und dann so gemerkt habe, okay, mir ist die Zusammenarbeit mit Menschen so wichtig. Mhm. Und ich habe eigentlich ein starkes Warum in der Hinsicht, dass ich Menschen zeigen will, boah, du kannst das Leben auch führen, ne? Das ist ja. auch für dich möglich. Das ist für mich so richtig eine Passion und so ein ja. Ding, wo ich würde die Leute am liebsten manchmal so nehmen und schütteln und sagen so, ne, du kannst das auch so. Geil. Und das habe ich da halt so ein bisschen gemerkt. Ich war halt aus in meinem schön. Tunnel einfach. Ja, okay, ich muss halt jetzt was mit Social Media machen und Ding. Und irgendwann ne, habe ich dann durch das Coaching und so halt auch ein bisschen herausgefunden, ja, okay, das ist ja eigentlich gar nicht so das, was richtig zu mir passt. Und weil ich sehe es halt so wie du. Ich merke das jetzt beim digitalen Nomadenleben. Es ist eine krasse Herausforderung, wirklich konzentriert zu arbeiten in beispielsweise Mexiko. Ne? Du hast den geilen Strand ja, vor der Tür. Urlaubsvibes immer. Genau. Am Start. Dann hast du tolle Leute, mit denen du was trinken gehen kannst. Mhm. Und heute ist eine Zenotenparty. Ich habe gestern schon ja. nicht gearbeitet. Also muss ich jetzt heute sagen, heute, vorher kam auch einer ins Büro, wollt ihr mit? Und alle so, wir müssen arbeiten, wir müssen arbeiten. Also da muss man wirklich man halt auch diszipliniert schwierig. Sein. Ne? Und es geht wirklich Denz. Nur. Ja, ja. Und es geht wirklich nur, wenn du das, was du machst, mit Leidenschaft machst. Mhm. Sobald du das, was du machst, nicht mit Leidenschaft machst und das nicht dein Ding ja. ist, dann wird das nicht funktionieren, dann wird dein Business nicht erfolgreich sein und dann wirst du jeder Versuchung nachgeben ja, und genau. hingehen und dann wird es nicht funktionieren. Und deshalb ist das einfach so wichtig. Ne? Das ist geil, das ist ein guter Punkt, weil das stimmt total. Wenn man etwas macht, das sage ich ja selber, zum Beispiel jetzt so ein Van-Talk, was ja. für mich ja jetzt, ich kann nicht sagen, es ist Arbeit,
Aber es ist eigentlich schon Arbeit. Ja, klar. Es ist ja nichts, was ich eigentlich privat so jetzt machen würde. Klar. Ne? Aber irgendwie ist es auch nicht Arbeit, weil irgendwie, ich liebe das ja. Ja, ja. Ich finde das ja total spannend. Ja. Ich denke mir auch immer, ich lerne ja total viel. In jedem Voll. Gespräch ja. lerne ich ja total viel. Ich nehme ja total viel von den Menschen ja. mit. Man lernt von Menschen so viel. Das ist so ja. wertvoll. Ja. Ich habe das jetzt auch heute im Post geschrieben, wie wertvoll ich das finde, wenn Menschen ihre Geschichte teilen. Voll. Weil du immer so, erstmal, du kriegst Motivation. Ja. Weil das motiviert dich, weil du siehst, ey, da haben Leute Ziele gehabt, die haben die erreicht. Genau. Zweitens Inspiration und auch nochmal dieses das ist nicht irgendein Mensch, den man nicht kennt, sondern genau. du siehst den Menschen und du siehst, hey, ja, das funktioniert. Genau. Und deswegen, ne, will ich das ja. den Leuten ja auch so nahe bringen, das finde ich total cool. Ja. Und da hast du einen guten Punkt erkannt. Deswegen, also wenn man so ein geiles Leben leben wollen wie wir, also da, wo Leute Urlaub machen und immer nice am Beach und so, du kannst es nicht, ich glaube, ja, du brauchst da einen Job, wo du aufgehst, damit du das beides überhaupt irgendwie genießen kannst. Voll. Weil sonst Voll. Ist auch schwierig. Also ne? am Anfang, wo ich angefangen habe, hier muss ich sagen, wo ich hier angekommen bin, boah, das war für mich der totale Struggle. Ne? Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich werde gar nichts gerecht. So, ich habe nicht genügend Zeit für mich, ich habe nicht genügend Zeit für die Arbeit, ich habe nicht genügend Zeit, Leute kennenzulernen. Mhm. Es ist so, man muss sich da erstmal einfinden, weil das digitale Nomadenleben ist richtig geil. Mhm. Aber man sieht auf Instagram und so, ne, man sieht nur einen Bruchteil davon. Mhm. Es ist schon auch wirklich einfach eine Herausforderung. Es ja. ist Alltag, man hat seine To-Dos zu tun, mhm. man muss gucken, dass das Business vorangeht und so weiter. Und darüber wird halt oft nicht so wirklich gesprochen. Ne? Stimmt, so, man, immer nur die schönen Seiten. Genau. Natürlich. Genau. Man redet über die schönen Seiten, man postet das Schöne, aber wie fühlt sich das manchmal auch an? Ich meine, man hat auch seine Struggles. Oder es läuft ja auch nicht Fall. Immer super. Nee. Du hast wahrscheinlich auch mal, gerade ich weiß ja, als Selbstständiger, ich weiß, manchmal verdiene ich gar nicht sozusagen. Mhm. Und manchmal habe ich einen richtig guten Monat. Genau. Und so ist es ja bei dir nicht anders. Genau. Letzter Monat war der beste Monat, den ich jemals hatte in meiner Echt? Selbstständigkeit. Dieser Monat ist einer der schlechtesten. Nee, ehrlich? Ja, also so wirklich so, weil ich halt irgendwie, der war halt gut, dann hat man sich nicht so um neue Kundenakquise und so yeah, gekümmert. Yeah. Ne? So, dann yeah. fängt sich das an. Also ja, natürlich hat man diese Struggles. Oder ich hatte zum Beispiel, wo ich nach Mexiko gekommen bin, für mich ist Instagram der wichtigste Marketingkanal, ne? Weil mhm. ich da halt so mein Leben und so zeige. Und dann war 3-4 Wochen mein Instagram gehackt, gesperrt. Oh shit. Also irgendwie, es hat mich jemand ständig gemeldet aus bösen Hintergründen und mein Account wurde ständig gemeldet und Instagram hat eigentlich sogar gesagt, ich werde ihn nicht mehr wiederbekommen mit über 17.000 Followern. Oh ne? mein Gott. Und so ich konnte viel Arbeit, die da drin steckt. So ne? viel Arbeit und eben, ich hatte dann, ne, ich habe mir zwar ein Newsletter aufgebaut und alles, aber mein Hauptkanal, oh, okay. genau, mein Hauptkanal war halt Instagram, oder? Und dann war der halt auf einmal weg und ich konnte nicht mehr ne, irgendwie was machen und das sind halt alles solche, oder dann einmal hatte ich einen wichtigen Call mit ganz vielen Leuten, die bei mir im Webinar waren und dann hatten wir Stromausfall. Ne? Also es sind halt einfach alles solche Sachen, solche Herausforderungen, solche Dinge, die gibt es halt auch. Ne? Das ja. gehört halt einfach auch dazu. Ja. Genau, wenn man selbstständig ist, weil wenn man halt für jemanden arbeitet, ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Anders, klar. Weil du denkst ja immer, scheiße, ne? Du hast es jetzt verkackt. So. Du kannst auch niemandem die Schuld geben. Natürlich. Oder es liegt halt alles an dir. So. Genau. Und das ist dir dann so wichtig und es kann auch Stress sein. Du kannst dir halt selber voll den Druck machen. Voll. Kann man, ne? Wenn man ja, damit auf jeden nicht Fall. So richtig umgehen kann. Auf jeden mal. Fall, auf jeden Fall. Also man muss das wirklich lernen, selbstständig zu sein. Und auch mit diesem Klarkommen eben, dass es halt vielleicht auch mal einen Monat gibt, wo nicht gut läuft oder dass man, ne, dass man Kunden hat, die dann abspringen, dass man Zeit in Beratungsgespräche investiert, die Kunden nachher nicht buchen Stimmt. oder so. Ne? Also das sind alles solche Dinge am Anfang. Oh mein Gott, da ist für mich immer so Welten zusammengebrochen und mhm. muss das alles erst lernen. Also so Unternehmer sein, sage ich jetzt mal, oder halt selbstständig sein. Hallo. muss man erst lernen. Ja. Die ja. Was sieht doch die Kamera? Keine Ahnung. Auch nicht. Das sehen, glaube ich, egal. So wie alles. Alles egal. Scheiße. Egal. Wir sind in Mexiko. Genau. aber nett. Immer grüßen alle. Ne? Ja, das stimmt. Macht man in Deutschland nicht mehr. Oder? Nee, das stimmt. Weiß ich, war schon passen? Lange nicht mehr in Deutschland. Aber du fliegst jetzt aber bald nach Deutschland, ne? Ja. Erstmal Costa Rica, hast du gesagt. Genau, jetzt gehe ich erstmal fast 2 Monate nach Costa Rica. Wo genau dahin? Verschiedene Sachen. Also ich habe dann Content-Creator-Treffen, also das ist noch so ein bisschen ein Überbleibsel von dieser Travel-Blogger-Zeit, genau. Oh, wow. 2 Wochen, wo wir dann so ein bisschen mit anderen Content-Creatoren zusammen ein bisschen rumreisen, Content kreieren und so, also richtig cool. Und genau, und dann gehe ich noch nach Monteverde, also in den Regenwald und an die Pazifikküste und ja, so ein paar Sachen Geil, muss ich mir noch anschauen. Roadtrip einen kleinen mache ich noch. Ja? Ja. Wow. Ja, ja. Alleine? Nee, da habe ich jetzt Leute für den Roadtrip, okay. mit denen ich mir das Auto einfach teile, weil sonst wäre es zu teuer. Ja, ne? ja, sonst, genau. Das kann ich mir sonst nicht leisten. Aber jetzt sonst schon am Anfang jetzt so bin ich alleine unterwegs. Mhm. Ja. Krass. Ja. Costa Rica, sagst du, ist nice? Oder? Ja, also ich war letztes Jahr mal 2 Wochen da und ich finde Costa Rica mega schön. Also ich muss sagen, ich liebe Mexiko über alles. Und Costa Rica ist schon auch eigentlich touristisch, aber irgendwie finde ich es trotzdem weniger überlaufen wie hier. Es hat halt mehr Natur. Jetzt ist auch sehr krass gerade. Mexiko ist extrem geboomt. Du warst jetzt, wie lange warst du denn jetzt in Playa del Carmen?
Insgesamt über 2 Monate. Über 2 Monate im Playa, ja, und ja, ist schon krass, ne? Es ist krass. Also gefühlt ist jeder in Mexiko, ja, ne? Ja, ich fühl das also, auch. Jeder. Jeder ja, wirklich. Also ich merke es auf Instagram, wie viele Nachrichten. Ich komme dann nach Mexiko oder ich war da, lass uns treffen, ne? Also wie gesagt, man ist ja auch nie alleine. Also ich werde auf jeden Fall auch wieder zurückkommen. Also ich liebe Mexiko, ne? Es hat einfach schon einen coolen Vibe hier. Und was genau gefällt dir gut hier? Es ist so schwierig zu sagen. Irgendwie hat es halt trotzdem einen gewissen Standard, ne? So was so die Lebenshaltung, sage ich mal, angeht. Natürlich ist jetzt irgendwie, ne, so wie soll ich das ausdrücken? Also man findet alles, was man braucht zum Essen, zum Leben, ne? Man hat viele Sachen. Von hier gerade kann man super geil Ausflüge machen. Also wenn man hier den Standort hat, finde ich super. Für mich ist halt das Tanzen, was ich hier halt entdeckt habe, was mega cool ist. Okay. Das Klima, ne? Okay, jetzt ist es langsam fast zu heiß für mich. Wird wärmer, ne? Langsam. Oh, also so am Anfang war es richtig geil, so im deutschen Winter, aber jetzt denke ich mir manchmal so, es wird noch krasser im Juni. Oh ja, hab's schon gehört, ja. Also von dem her ist es so gut, dass ich dann langsam weggehe. Aber ich weiß nicht, es ist einfach so die Kombination. Ich liebe halt generell also ich weiß, Mexiko gehört eigentlich offiziell nicht zu Lateinamerika, aber ich liebe Lateinamerika. Also so, ne? Ich war schon in Südamerika und eben schon ein paar Sachen Mittelamerika und ich liebe es einfach. Ist halt also so entspannt, ne? Es ist alles der ja, Vibe. Ist genau, einfach so, der Vibe. Du ja. fühlst dich hier so wohl. Larifari, alles ist entspannt, kein genau. Stress, keine genau. Hektik, keine. Auch die Leute sind halt so mega freundlich. Ich finde, du hast hier voll. Sehr friedlich, einen friedlichen voll. Vibe. Voll. Ich habe hier so Aggressivität sehe ich hier nicht. Nee, stimmt. Ich persönlich gar nicht in stimmt. meiner Welt. Ich weiß nicht, stimmt. in welcher Welt du so bist. Aber nee, habe ich auch nicht ne? erlebt bisher. Gar nicht. Nee, ich gar nie. Nicht. Und auch immer sehr hilfsbereit, ne, wenn jetzt irgendwie was ist oder so. Also und immer sehr freundlich, eben wie du sagst. Und gerade auch, wenn sie zum Beispiel merken, man versucht so ein bisschen Spanisch zu lernen, dann helfen die einem auch und korrigieren einen, ne, und so. Also richtig süß. Und ja, ich liebe es einfach. Also ich werde definitiv wieder zurückkommen. Auch viele Deutsche kennengelernt? Ich muss sagen, in der Anfangszeit ja, also wo ich hier so im Dezember, Januar war, da waren ja so in Deutschland die Ferien, das hat man gemerkt, aber jetzt kaum mehr. Echt? Also jetzt gerade in dem Hostel oder in dem Co-Living, wo ich bin, sind kaum Deutsche mehr. Oh, ich treffe die überall, ich weiß nicht, echt? Die verfolgen mich, ja, ich sag's dir. Die verfolgen mich. In Cancun sogar, wo noch nicht viele Leute auf der Straße sind, hier ist ja viel extremer ja, im Playa. Ja. Also immer, wenn ich in einem Restaurant bin, und das sage ich auch immer, deswegen, ich glaube, ich ziehe das an, Manifestation und so. Ja. Immer wenn ich im Restaurant bin, sitzt ein deutscher Tisch, also immer neben mir ist ein deutscher Tisch. Ach krass. Ja, fast immer. Also ich werde jetzt nicht sagen, wirklich jedes Mal, es kommt noch, wenn ich jeden Tag essen gehe, dann nicht, aber wenn ich so ab und zu nur essen gehe, eigentlich immer. Ach und krass. Weil ich immer in die veganen Sachen gehe. Ja, okay. Und vegan, da sind ich nur Europäer. Schon, ja, okay, ja, das stimmt. Gefühlt. Ja, gut, ich bin auch vegetarisch, aber... Ja. Ja. Okay, bist ja mancher ist ja dieses europäische Ding, die ja, sind ja. ja so ein bisschen auf vegan, vegetarisch ist gerade voll der Trend, irgendwie habe ich das Gefühl. Stimmt. Ja, mega verrückt irgendwie. Naja, interessant. Aber ich muss sagen, ich habe eine Zeit lang echt wenig Deutsch geredet und manchmal denke ich dann echt schon auf Spanisch oder auf, also ich rede gar nicht so gut Spanisch. Ein bisschen, ja. Ich habe hier 10 Privatstunden genommen und hatte vorher schon ein bisschen Spanisch. Also bin jetzt nicht gut, ne? Aber ich kann mein Zeug bestellen, ich kann kleine Konversationen führen. Ja, also ich habe vorher schon ein bisschen Grundsachen in Spanisch aber gesprochen. Aber es hat was gebracht. Es hat voll du? Was gebracht. Echt? Also diese 10 Stunden haben voll was gebracht, ja. Wow, wo hast du voll. Das gemacht? Privat oder? Nee, bei so einer Schule hier. Aha, wie heißt und, die? Werbung machen dafür? Ja, also Akko Language School. Okay. Genau, aber es gibt viele verschiedene andere noch, also okay. die man machen kann. Da muss man so ein bisschen Preise vergleichen, okay. genau. Und und dann halt einfach wirklich ne, immer wieder üben. Also auch mit den Leuten in Hostels hatte ich halt eben das Glück, dass auch immer wieder, wenn die gemerkt haben, ich will Spanisch lernen, haben die mit mir halt auf Spanisch geredet. Ne? Also das ist halt wichtig, dass man einfach diese Konversation übt und auch im Restaurant. Ich bestelle halt immer auf Spanisch, auch wenn die Englisch reden können, dass man einfach so ein bisschen halt da drin bleibt. Weil hier braucht man es ehrlich gesagt nicht so krass. Nee, eigentlich nicht. Eben. Ich will Spanisch sprechen. Guck mal, ich bin so viele Jahre in Mexiko schon fast peinlich. Und ich will immer Spanisch und die fangen immer auf Englisch an, weil die genau. ich bin halt nicht von aber es ist bei mir manchmal auch so. Oh. Ja, dann rege ich mich immer auf. Ja. Ich will es doch lernen. Man ne? will es so. Doch lernen, ne? Ja, voll. Oh, guck mal, die kommen hier sogar vorbei. Wow. Voll gut. Ja, Mann. Ja. Aber, aber das ist auch wieder, ne? Da sagt keiner was. Also das jetzt irgendwie, der hätte ja auch hier hinstehen können und sagen können, hey, was macht ihr mit dieser Kamera? Wieso steht die da mitten auf der Straße rum? Ah, nee, der fährt halt Slalom drum rum. Passt schon. Ja, kein ja. Hupen, kein gar nichts, ne? So. Ja, ja. Ja. ja, stimmt. Entspannt ja. halt. Ja. Ja, Mexiko ist entspannt. Deswegen, ich glaube, auch jeder fühlt sich ja auch wohl, wenn man diesen Vibe einfach spürt. Voll. Und dadurch, ja, man ist einfach nicht gestresst. So. Nee. Und die Deutschen sind die gestresstesten Menschen, die ich kenne, in Deutschland zumindest. Ja, voll. Also wir schreiben auch immer alle auf Instagram so, boah, wieso gehst du denn überhaupt weg? Du siehst, man merkt dir richtig an, wie glücklich und entspannt und angekommen du bist. Und ich fühle mich halt wirklich so. Geil. Ich fühle mich total angekommen und happy und richtig gut. Und wenn es jetzt in Costa Rica oder in Deutschland nachher nicht der Fall sein wird, was gut passieren kann, dann komme ich wieder hierher. Ja, ne? du wirst sehen. Also ich sage es aus meiner Erfahrung her, dass
ich meine, ich bin 7 Jahre jetzt in Mexiko. Ach krass. Und ja, 7 Jahre bin ich hier und ich kann dir sagen, die Leute sagen immer, ja, ich weiß, ich war nice und so, ich gehe jetzt mal. Und, ja. Und glaubst du, dass alle wiederkommen? Ja, glaube ich. Und viele bleiben dann auch stecken, das war ja bei mir nicht anders. Ich bin ja. dann Anfang hierher, dann ja. war ich wieder weg, ein halbes, ja. nee, 3 Monate wieder weg, wieder her, ja. dann so hin und her gependelt. Ja, genau. Und dann hat sich das langsam eingeschlichen, dass ich ja, immer ja. länger hier war. Und mittlerweile kann ich sagen, ich sage schon immer noch nicht mal, dass ich hier wohne, aber ja, ich ja. kann schon sagen, ich wohne jetzt ja, hier. Ja. Ich habe ja, alles ja. hier, so. Ich habe meine ja, Base hier. Weißt du, aber nicht ja, offiziell jetzt ja. hier angemeldet, aber mein Visa kommt ja jetzt auch. Na, aber so eine Sachen, das hat sich dann eingeschlichen. Aber das kann bei mir auch sein. Ich ja. hätte gesagt, oh, jetzt Familie mal wieder suchen, jetzt gehe ich dann nachher halt im ja. Sommer mal nach Europa, aber im Dezember kommst du dann wieder und ne, so. Und dann denke ich mir so, ach, Dezember ist aber eigentlich noch lang, vielleicht kommst du auch früher. Und ja. ja, dann kommst du hierher und dann gehst du mal da und dahin, aber dann kommst du wieder hier. Also ich glaube, bei mir wird es genauso sein ja. irgendwie, weil geil. Es ist halt, ja, hast halt alles, was du brauchst. Es ist halt irgendwie perfekt und auch die Flugverbindungen sind perfekt überall hin. Ne? Und easy. Also einfach, ja, es ist einfach perfekt. Unkompliziert kommt es auch so. Die Preise sind ganz gut. Genau. Ist nicht zu teuer, aber trotzdem, ja. ich finde, was mir halt so gut gefällt, dass du hast hier alles. Du hast nice Sachen, so genau. ich sag mal exklusiver, ja. teurer, ja. aber auch total viel. Voll. Das ist einfach total, wie sagt man denn? Bezahlbar einfach. Bezahlbar ist, ne? genau, bezahlbar ja. ist. Ja, ja. voll. Mhm. Also ich war zum Beispiel gestern, habe ich mir freigenommen, war auf einem Rooftop, auf einem Rooftop von einem Hotel und normalerweise ist es relativ teuer, hier auf Rooftops zu gehen mit geilem Pool und ja? Aussicht und teuer so. Ungefähr? Also teuer, ne? Kommt immer so drauf an, aber ich meine, du zahlst ja schon manchmal so deine 800 Pesos, okay, ist eigentlich nicht so ja? teuer, aber für okay. mexikanische Verhältnisse, für mexikanische also so, 40 so 25, Euro. 40 ja. Euro, je nachdem, wo du hingehst, mhm. also zwischen 600 und 800 Pesos, ne, für so einen Tag und zum Beispiel jetzt da war halt Freitags Ladies Day, da zahlst du dann keinen Eintritt, dann hast du deine ja? Liege am Pool, kriegst dein Handtuch, eine richtig exklusive cool, Lage. Wenn ich das jetzt sage, rennen da dann alle hin. Nee, nee. The Palm heißt das. Aber es gibt The Palm, kenne ja. ich irgendwo her. Ja, aber es. Oh, da kommt ein Auto. Okay, oh, so jetzt haben wir. Thema nicht hupen. So viel zum Thema nicht hupen, ja. Aber freundlich sind sie noch. Obwohl, so freundlich waren sie auch nicht. Die war nicht so begeistert gerade. Ja gut, das passiert auch mal, Freunde. Ja, ja, es gibt solche und solche. Genau, aber das ist nur ein Beispiel. Ne? Es gibt zum Beispiel auch das Fives, das ist ein geiles Rooftop. Ja, da war ich zum Beispiel immer zum Tanzen. Also, es gibt ganz, ganz viele Sachen. Und eben, da ist dann halt ein Tag, wo du dann mal kostenlos hin kannst oder so, ne, hochkant. Und eben, wie du sagst, da kann man sich dann auch mal was Exklusives leisten. Und exklusiv, na, wie gesagt, teuer, 40 Euro, aber wenn du das mit Deutschland vergleichst, oder ich hatte zum Beispiel jetzt ein Fotoshooting gebucht. Hast du da was dabei? Entschuldigung, ganz kurz. Hast du da noch Essen und Getränke dabei? Ja, ne? Nee, da war jetzt nichts dabei, weil es halt Eintritt kostenlos war. Ich meine, wenn der Eintritt. Aber meistens hast du dann wirklich das Band noch mit dabei, ja, genau. Zum Verzehr, dann genau, meistens kannst du dann verzehren. Okay. Also eben, ja. also eigentlich voll gut, ne? Oder ich habe hier ein professionelles Fotoshooting gebucht, das hat umgerechnet, oder das hat 100 US-Dollar gekostet, ne? So für, ein, also für 30 Fotos, ne? Mhm. Mit Videos und so, mit Drohne und allem Möglichen. Ah, also, ja, mit Drohne? Und ja, so? Ne? Also wo man echt, also ich meine, es war ein bisschen vielleicht ein Freundschaftspreis, aber trotzdem, das würde ich in Deutschland niemals für das Geld kriegen. Ne? Und also alles solche Dinge eben, du kannst exklusiv haben, aber es ist ja trotzdem noch nicht so teuer wie in Deutschland. Mhm. Also Mexiko ist teurer wie gedacht, muss ich sagen, so Lebensmittel und so, also ja. so essen gehen und so. Mhm. Aber ne, trotzdem kannst du echt noch richtig geil leben für halt im Vergleich wenig Geld. Mhm. Ja. Und das kommt natürlich, muss ich auch nochmal dazu sagen, drauf an, wo du bist. Ne? Also, definitiv. Ob du jetzt in Tulum bist, in Playa del Carmen, Cancun. Tulum ist krass, ja, ja. Oder so ja. andere Orte, wie zum Beispiel San Cristobal, ist viel, ja. viel günstiger. San Cristobal ist ganz anders, ne? ja klar. Da muss man halt gucken, wo Mexiko, aber wir reden ja jetzt hier natürlich von Playa del Carmen und Tulum Cancun Area so ein bisschen, Cancun, genau. Ne? Ja, genau. Das ist ja, ja schon... Klar, also Tulum fällt raus, ne? Das ist halt extrem teuer. Mexiko, glaube ich. Ja, ja, voll. Obwohl, man kann in Centro auch günstig essen, aber wenn ja. man halt... Sobald man halt unten in der Hotelzone ist, ist halt dann ist schon schwierig. Teuer. Das ja. ist schon, ach, ja. auch so. Ich wollte mit meinem Van da reinfahren. Ja. Die haben gleich gesagt, du darfst dich mit dem Van nicht an die Straße stellen. Du musst auf die Parkplätze. Aha. Und das heißt so direkt, die wollen halt Geld kassieren. Ja, dann zahlst du auch für Parken 15 Euro. Ja, okay. Um zum Beach zu gehen, ja, okay. zahlst du dann 15 ja. Euro. Eben, und weißt für du? Mexikaner, so jetzt würde man so denken, naja, passt ja, aber eben für mexikanische Verhältnisse ist es richtig, richtig ist viel. Ist teuer für mexikanische ja, Verhältnisse. Also man muss sich ja. vorstellen, im Durchschnitt Mexikaner, hat mir mal jemand gesagt, verdient 400 Euro im Monat. Ne? Also wenn du das oder mal so in Relation... maximal, glaube ich. Ja, ich weiß gar nicht. Mir hat mal jemand gesagt, durchschnittlich 4, keine Ahnung. Echt? Ne? Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß es aber auch nicht, weil ich kenne auch sehr viele Mexikaner, die haben richtig gutes ich auch, Geld. Ich kenne auch viele. Die, also ich eben, denke, ne. es kommt so drauf an, auch wo, wie, was. Aber trotzdem ist es nicht vielleicht viel. Oxo, ne? Wenn du vielleicht arbeitest, könnte so ein Standardding ja, sein. Ja, klar. Kann oder schon sein. Rettungsschwimmer, glaube ich, verdienen, glaube ich, auch nicht kann mehr schon als 600 sein. Euro oder so. Kann schon sein. Also ich meine zum Beispiel, wo ich in Oaxaca war, haben die uns zum Beispiel erzählt, dass die den Führerschein beim Oxo kaufen können. Fürs Auto. Nee. Doch, da hat wirklich, wir haben so eine Free-Walking-Tour gemacht und da hat irgendwie der Guide uns gewarnt, wenn ihr über die Straße geht, passt immer auf. Die Leute können teilweise nicht Auto fahren. Wir so, hä, wieso? Ja, teilweise, also man kann den Führerschein beim Oxxo kaufen. Man muss dann irgendwie zum Amt gehen und sagen, ich will einen Führerschein, dann kriegt man irgendwie so einen Zettel und dann muss man den beim Oxxo abgehen und dann kann man ihn kaufen.
ohne irgendwie eine Prüfung oder irgendwas zu machen. Also ich weiß auch, dass man ihn kaufen kann, aber ich weiß nicht, ob das offiziell ist. Das, weißt du? Also ja, ich gut, weiß, das weiß ich auch nicht. Ich weiß halt, dass man hier alles Mögliche kaufen kann, aber ich weiß nicht, wie offiziell das ist. Aber ja gut, ich kann nur sagen, mein Erlebnis mit dem Auto, man muss auf jeden Fall die Augen überall haben. Ja, ja. Aber es ist auch ganz, was, also wo ich auch oft teilweise überrascht bin, positiv, ist, dass die Menschen hier sehr aufpassen, weil die meist auch keine Versicherung haben. Mhm. Ich glaube, in Deutschland ist es noch so ein bisschen so, ich bin ja eh versichert, wenn mir was passiert, mäßig. Und hier gucken die schon sehr. Ja, ja. Ich sehe manchmal Autounfälle, aber nicht so oft. Ja, das stimmt. Ganz ehrlich, ja, nicht so oft. Deswegen, also ist okay. Ja, ne? Ja, das stimmt. Aber klar, die fahren wie die Säue. Also so gibt es keine richtigen Regeln. Auch. Ja, ja. Man muss mal gucken, ne? Ja, ja, das stimmt. Ja, also ich weiß nicht, ob ich hier Auto fahren würde, aber denke, wenn man sich so ein bisschen eingroovt, geht es auch. Ja. Ja, auf jeden Fall. So, ich gucke gerade, was wollen wir noch, hast du noch irgendwas, was du besprechen möchtest? Irgendwas Bestimmtes, was du loswerden willst? Was ja, also eigentlich nur das, ne, was wir die ganze Zeit schon so gesagt haben, was uns, glaube ich, beiden ein Herzensanliegen ist. So, es ist euer Leben und ihr habt die Möglichkeit, das zu gestalten und was daraus zu machen. Und wenn ihr irgendwie sagt, boah, auf das jetzige Leben habe ich absolut keinen Bock mehr oder ich bin einfach nicht glücklich, dann sollte man halt was verändern. Ne? Das muss jetzt nicht unbedingt das digitale Nomadenleben sein, das ist für jeden was anderes. Ja. Aber das finde ich einfach so, so wichtig, weil wie gesagt, ich dachte auch immer so, es gibt halt keine andere Möglichkeit und das Leben ist halt jetzt so, wie es jetzt ist und es muss halt jetzt immer so bleiben und du bist ist aber nicht Beispiel, so. Hat sich gut verändert bei dir alles eigentlich. Ja, voll. Wer hätte das gedacht, also vor 10 Jahren oder was noch immer das war, hättest du ja nie gedacht, dass du mal so leben kannst, ne? Also ich habe wirklich immer gedacht so, ich werde halt niemals glücklich werden, einfach durch meine Vorgeschichte und alles und so, die ich hatte. Ich dachte halt so, das ist jetzt halt mein Leben, hier zu sitzen im kleinen Dorf im Schwarzwald, was zwar schön ist, ne, aber was mich nicht erfüllt mit meiner Arbeit, wo ich jeden Morgen hingehe und sonntags schon denke, boah, nee, jetzt ist schon wieder Montag. Scheiße, so, und, das ist schrecklich. Das schrecklich, ist schrecklich, ne? Ich dachte halt wirklich ist so, gibt keine andere Option, das ist halt jetzt so. Und hoffentlich kriege ich mit 25 mein erstes Kind, damit ich irgendwie dann, ne, damit so das normale Leben soll. Und jetzt hätte mir das jemand erzählt, ich hätte nie, ich hätte den ausgelacht, ne, und hätte gesagt so, ja, klar. Aber ich bin halt voll froh, dass ich das gemacht habe. Und deshalb ist echt so wirklich diese Message einfach, probieren. Also wenn irgendwie was in eurem Kopf ist, für mich wäre das Schlimmste einfach zu sagen, was wäre wenn, so, ne? Was wäre gewesen, wenn ich das und das ausprobiert hätte. Und es hätte ja auch sein können, dass mir das digitale Nomadenleben überhaupt nicht gefällt, dass ich in Mexiko bin und sage so, boah, scheiße, ich will nach Hause. So, dann gehst du nach Hause. Dann gehst du nach Hause, genau. Dann suchst du wieder einen Job, suchst du eine Wohnung und fertig, ne? Dann gehst du halt wieder. Ich glaube, viele Leute haben und einfach auch Angst vor diesem Schamgefühl oder wie nennt man das, wenn man versagt vor anderen Leuten. Ja, ja, genau. Man sagt, Leute, ich gehe jetzt, ja. Ich mache jetzt mein Ding. Und dann am Ende klappt das nicht und dann sagen die Leute, siehst du, habe ich dir gleich gesagt. Voll. Ich glaube, davor haben die eher Schiss. Aber da kann man ja auch, ne? Also ich war zum Beispiel auch immer vorsichtig bei meiner Weltreise. Also ich habe nie gesagt, ich plane jetzt 13 Monate wegzugehen. Mhm. So, ich habe immer gesagt, so, ich gehe mal auf Reisen auf unbestimmte Zeit und finde mich selber. Und natürlich habe ich in meinem Kopf schon voll den Plan. Ich habe ja jetzt auch voll den Plan, wo ich weiter reise und alles Mögliche. Aber trotzdem behalte ich das manchmal so ein bisschen für mich, weil ich denke so, ich gehe ja mit dem Flow, ich gucke, was passiert und ne, also ich meine, ich liebe dieses Leben, aber du weißt ja trotzdem nie, vielleicht kriegst du nachher den Jobangebot deines Lebens, also glaube ich jetzt nicht, ich könnte nicht mehr in irgendeinem Büro sitzen, aber vielleicht als Reiseleiter, du weißt es ja einfach nicht, ne, also wirklich so, es ist ja nie, eine Entscheidung ist ja nie für die Ewigkeit, aber ich finde es einfach wichtig, dass man das halt dann ausprobiert, wenn man Bock drauf hat und einfach mal guckt, was draus passiert. Und dann können sich halt wirklich von solche Wege ergeben, ja. Ja, mega gut. Finde ich auch sehr wichtig. Ganz kurz nochmal, Manifestation ist dann auch so mein Ding. Und ich bin immer so ein Abschluss-Manifestations... Also ich mag das, wenn die Leute dazu nochmal was sagen. Hast du ein bestimmtes Ziel im Kopf? Also hast du ein bestimmtes Ziel im Kopf gerade, wo du sein willst? Generell jetzt meinst du so ein Leben? Ja. Ja, also mein Ziel ist es auf jeden Fall, jetzt natürlich mein Business noch wachsen zu lassen. Ne? Und die nächsten 2 Jahre auf jeden Fall dieses digitale Nomadenleben halt weiterzuführen. So. Und 2 Jahre. Genau, also jetzt erstmal, ne, so erstmal so begrenzt. Und aber ich sag mal klar, das klare Ziel, die Manifestation, ne, also die sieht mich dann immer noch. Die sieht mich nächstes Jahr, die sieht mich übernächstes Jahr in irgendeinem geilen Strand und irgendeinem geilen Pool, mein Business nebenher laufen zu haben und so. Und weiter tanzen. Ich habe mir zum Beispiel vorgestellt, weil ich das Tanzen ja so toll finde, habe ich mir jetzt manifestiert, ich komme dann zurück und arbeite dann hier noch mit als Tanzlehrerin oder so. Das habe ich mir so ein bisschen manifestiert, weil ich da irgendwie voll Bock drauf hätte. Und da würde man natürlich auch ein bisschen was verdienen und nebenher zusätzlich. Super geile Idee und, eigentlich. Ja, weil ich sehe hier viele Ausländer, die irgendwie halt wirklich bei diesen professionellen Tanzsachen, weil die brauchen ja immer eine Tanzpartnerin, um die ganzen Moves so zu zeigen in den Lessons. Und da sind voll oft welche aus den Niederlanden oder keine Ahnung wo dabei, die dann das mitmachen. Ja, und dann denke ich mir so, okay, dann mache ich jetzt so ein bisschen meine Skills, verbessere ich ein bisschen und nächstes Jahr bin ich dann hier und mache dann Tanzlessons. Dann kannst du mal vorbeikommen. Ja, geil. Das sollte ich auch mal machen. Ich kann ja nicht tanzen und alle sagen immer, Justine, Alter, geh mal. Ja, warum eigentlich nicht? Ich weiß es selber nicht. Ich finde es eigentlich nice. Es ist echt cool, ja. Und, aber hast du es nochmal manifestierst du speziell? Hast du da irgendwie nochmal so eine Taktik? Oder? Also ich manifestiere halt eher beim Journalen.
Und eigentlich was bedeutet das genau beim Journal? Also ich mache halt eher kurzfristig eigentlich Manifestierung. Ne? Also ich sitze zum Beispiel jetzt beim Journal und sage halt hin, so okay, was möchte ich jetzt diese Woche erreichen? Oder wo sehe ich mich jetzt diese Woche? Was kann ich tun, um dieses Ziel zu erreichen? Gerade in Bezug zum Beispiel auch aufs Business oder auch auf persönliche Sachen. Du machst einfach einen Plan dann. Plan ist ja wirklich so, das ist ja nicht wirklich manifestieren, ne? Ja, deswegen. Manifestieren ist ja, dass du dir das vorstellst, wie sieht's aus. Vorstellst, wie das wird und dass du schon weißt, wenn ich mir das jetzt vorstelle, dann kommt das auch. Genau, so. Genau. Aber ich journal dann halt darüber. Also quasi, ich mache das jetzt nicht so in meinem Kopf, sondern ich schreibe mir das zum Beispiel halt auf und sag so, okay, so und so wird mein Leben jetzt aussehen. Ich habe mir zum Beispiel letztes Jahr, und das habe ich dieses Jahr auch wieder gemacht, einen Brief an mich selber geschrieben in einem Jahr. Oh, wow. Wie hast du das gemacht? Das ist richtig geil. Richtig geil. Ich habe wirklich so geschrieben, also manifestationsmäßig, als wäre das alles schon passiert. Nee. Ich habe geschrieben. Geile Idee. Ja, voll. Das ist richtig geil. So, hey Nele. Und das war richtig geil. Das habe ich letztes Jahr geschrieben, wo ich noch zu Hause saß, ne, Pandemiezeit und so. Ja. Nele, ich bin so stolz auf dich, dass du deine Träume lebst, dass du jetzt wieder in der Welt unterwegs bist, dass du jetzt als digitaler Nomade am Strand sitzt und diesen Brief lest. Und genau so war es. Nein. Ich saß auf der Isla Mujeres, auf dem Steg an Silvester und habe diesen Brief gelesen und es ist alles wahr geworden, was ich mir da reingeschrieben habe. Oh mein Gott. Ja. Das ist, ehrlich gesagt, habe ich da noch nie drüber nachgedacht, mir einen eigenen Brief zu schreiben. Das ist richtig geil. Und dann habe ich wirklich ich habe den geschrieben, jetzt auch dieses Jahr wieder, geschrieben, weggesteckt. Und der wird halt nicht mehr rausgeholt, bis halt dann wieder quasi der Zeitpunkt ist, um ihn wieder rauszuholen. Du hast es im Kopf die ganze Zeit irgendwo unterbewusst dann. Aber ich wusste nicht mehr, was drinsteht. Echt? Aber okay, so grob wusste ich natürlich schon. Ne? Mein Ziel war als und das ist ja genau dieses Manifestationsding auch so ein bisschen. Du hast dieses Ziel und du tust halt auch alles und bei jeder Entscheidung so unterbewusst, so bringt mich jetzt diesem Ziel näher. Ja, okay, go for it. Nein, soll ich das dann überhaupt machen? Ne? Also klar, unterbewusst macht es was mit dir, so, ne? Weil dass du sagst, das ist mein Ziel. Und ja, es hat funktioniert. Also Manifestation on fleek. Hat geklappt. Geil, das freut mich. Das war doch eine schöne Abschlussgeschichte. Ich würde sagen, das war ein nicer Talk. Das war eine gute Inspiration für die Leute da draußen. Also nochmal ganz kurz die Message an euch, wenn ihr, wie gesagt, wie Nele schon gesagt hat, und was verändern wollt, wenn ihr nicht zufrieden und glücklich seid. Ich finde, das Leben ist so kurz, um zu warten. Auf jeden Fall. Wenn du jetzt schon weißt, hey, das willst du auf keinen Fall für immer machen, sagen wir es mal so, wenn du jetzt wirklich weißt, das willst du nicht für immer machen, dann änder es jetzt. Genau. Weil man braucht doch nicht warten, weil das Universum funktioniert so. Du entscheidest dich innerlich dafür und das Außen wird sich dem zufügen. Genau. Und du wartest nicht, bis das Außen perfekt ist, um dich dann zu entscheiden. Das ist nämlich der falsche Weg. Dann wird es nie passieren. Genau, wird es nie passieren. Ja. Und das ist auch nochmal so ein Message, will ich unbedingt mal alle Leute mitgeben. Leute, bitte guckt doch, wir machen es doch auch. Und ich werde noch viele Leute in Zukunft in den Talks holen und ihr werdet sehen, die machen alle ihr Ding. Die machen alle ihr Ding. Ja. Ob das DJs sind, digitale Nomaden, irgendwelche Schamanen hier. Ne? Jetzt kommt ja auch mit Mentor, hatte ich ja auch den Van Talk, der ist ja dann schon online, wenn ich das online habe. Und jetzt habe ich auch letztens noch einen DJ connected, der macht auch sein Ding von den Staaten rübergekommen. Weißt du, so eine Leute, die machen alle ihr Ding, die kommen alle, die leben alle ihr Leben. Ja. Und es geht. Das ist nicht einfach so unrealistisch, wie wir immer sagen, ah, du hast Glück, du kannst es machen, weil du hast ja das und das nicht. Bullshit. Ich kann euch 1000 Millionen Beispiele zeigen. Irgendwelche Storys auch heute mit Kindern und so ein Scheiß. Ja, voll. Ich habe auch eine kennengelernt, die ist alleinerziehend und auf Reisen jetzt. Und ne? hat ihre Kinder. Ich kenne eine, die ist alleinerziehend und hat Zwillinge, kleine. Oh, krass. Und ist hierher gekommen. Krass. Also da soll man aufhören mit diesen Ausreden. Ich kann das nicht mehr hören. Ja, also es ist halt alles nur wirklich im eigenen Kopf. Ja. Ne? Also das ist immer wieder bei dem Thema Gedanken. Genau. So. Man setzt sich die Grenzen nur selber. Man setzt sich die Grenzen. Das Problem ist ja dann auch, das ist ja dann auch deine Realität. Wenn du denkst, so und so geht das nur und da kann ich nicht hinkommen, dann ist das deine Realität. Und du wirst auch keine Option haben. Aber wenn du dir denkst, die können das auch und ich kann das auch und du entscheidest dich, okay, ich will jetzt was verändern, dann wird das halt auch passieren. Ne? Ja. Das finde ich so wichtig und mich regt das schon fast manchmal so auf, dass es nicht jeder macht, weißt du? Ja, ich meine? Mich auch. Ich höre halt auch so oft so, oh, du hast so ein Glück. Und dann denke ich mir immer so, nee, das ist kein Glück. Ich habe weder reiche Eltern, noch habe ich irgendwie sonst irgendwas, ne, gar nichts, sondern es ist einfach die bewusste Entscheidung gewesen, so ich gehe jetzt diesen Weg und das kann halt jeder. Eine bewusste Entscheidung ist das. Genau. Und da sind wir. Weil du hast damals, wo es dir nicht gut ging, dich dazu bewusst entschieden, dass du ein Coaching machst. Coaching, wie heißt das? Therapie. Ah, Therapie. Therapie. Ja, das war ja der erste Weg auch. Muss man ja auch mal dazu sagen. Absolut, ne? Du hast dich dafür entschieden, etwas zu verändern. Ja. Ne? Und da beginnt das. Mit einer manchmal kleinen Entscheidungen und das hat so riesige Auswirkungen, genau. Das System verändert sich. Ja, voll, voll, voll. Es sind zwei komplett verschiedene Leben, ja. Ja, geil. Okay, cool. Leute, das war ein geiler Van Talk mit Nele. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Offenheit, dass du hier alles geteilt hast. Danke dir. Gerne. Und auf jeden Fall, Leute, wenn ihr auch euch auch denkt, ey, scheiße, ne? Ich will wirklich was verändern und ich weiß nicht so richtig was. Hier haben wir eine Frau, die kann euch helfen. Dann könnt ihr euch sehr gerne bei mir erstmal melden. Dann vermittle ich euch nämlich direkt weiter an sie. Ich werde natürlich dich auch hier verlinken, mein Instagram und so weiter, seht ihr auch, ne? Ist alles in der Beschreibung. Aber trotzdem sehr gerne an mich erstmal wenden und dann
ja, können wir auch reden und dann vermitteln wir dich. Mhm. Vermitteln wir dich an sie. Ist jetzt mal so eine Idee. Man kann ja auch mal einfach ein Beratungsgespräch machen. Das genau, da hat man immer. Also man hat immer erstmal ein kostenloses Beratungsgespräch. Ja. Komplett kostenlos, wo man erstmal so gucken kann. Wo man sieht, ne, ob das vibet und genau, so. Genau, das ist ja auch wichtig. Die Leute sehen dich ja jetzt schon, okay, sie ist so und so drauf, coole Frau. Aber das Ding ist halt, bei mir ist es zum Beispiel so, ich gucke immer, wie ist die Connection mit der Person. Ja. Und dann gehe ich nach meinem Gefühl. Voll. Fühlt sich das gut an oder fühle ich da irgendwie, nee, das wäre, ich glaube, ich fühle sich nicht, weißt du, so voll, halt. Voll, das ist super wichtig deswegen, bei der Zusammenarbeit. Ja, ja. Und deswegen finde ich das cool, dass du da auch so ein kostenloses Ding anbietest, Beratungsgespräch. Und ja, das ist jetzt der Abschluss gewesen heute. Und schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr wiederkommt zum nächsten Van Talk. Und was sollen die Leute noch machen am Schluss jetzt des Videos? Was sollen sie machen? Abonnieren! Abonnieren, kommentieren und noch liken. Liken, genau. Dasselbe natürlich bei Nenes Instagram-Profil. Alle folgen und ganz viele Likes da lassen. Warum? Weil das ein Support ist und auch bei mir hier, wenn man mehr Van Talks sehen will von mir, dann mich supportet das halt, weil ich da mehr Reichweite bekomme, mehr Leute erreichen kann und dann da gibt das einfach mehr Sinn, was wir hier machen. Genau, so, ne? Absolut. Genau. Vielen lieben Dank dafür und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja, cool. Das war super. Geil.